Grüß euch! Freut mich, dass ihr dabei seid, heute wieder bei einer Runde durch Salzburg Stadt. Heute vor der Uni. Und warum stehe ich vor der Uni? Weil ich möchte gerne eine Kundgebung kundtun. Und zwar am 18.10., ein paar wissen es sicher schon von euch, wird am Residenzplatz in Salzburg diese Kundgebung stattfinden. Und da geht es wirklich dann um unsere wichtigen Menschenrechte, die wir schon beim Abbauen ja leider sind, und die will man zurückholen am 18. Ich blende euch dann die Infos dazu noch gleich ein. Ich will jetzt gerade drum herum reden. Ich möchte einfach nur sagen, ich bin jetzt vor der Uni in Salzburg. Und ich sehe nämlich bei uns sehr viele Menschen schon aufwachen, 30, 40-Jährige. Und jetzt schaue ich mal, wie das so bei unseren Studenten ist. Und ob sich das Flyern da drinnen lohnt. Okay dann, bis dann. Tschüss dabei. Ja, so werden Studenten animiert und mal schauen, hoffentlich werden sie auch inspiriert. Das werden wir dann am Sonntag sehen. Ja, jetzt haben wir die Uni ziemlich zugepflastert, sehr aufschlussreiche Gespräche mit den Studenten geführt, wo ich auch sehr erfreut bin, dass sie schon sehr objektiv und konstruktive Gedanken darüber haben. Und wie gesagt, am Sonntag sehen wir uns alle wieder, gell? Tschüss! So, weiter geht's jetzt bei der dritten Uni in Salzburg. Und das ist dann die letzte Station, wo ich dann die restlichen Flyer verteile. Dann habe ich heute ca. 1500 Flyer in unseren drei Uni-Standorten in Salzburg hinterlegt, die Menschen drin angesprochen, und dann sind wir, glaube ich, mit den 30, 40er Aufwärtsaktivisten gut ausgeglichen, wenn jetzt die Jungen da auch Bescheid wissen. Somit freue ich mich, dass ihr dabei wart, mal kurz reingeschaut habt, es ist halt kein aufwendiges Video, und am Sonntag sehen wir uns dann, gell? Bis dahin noch, haltet die Ohren steif. Ciao!